So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Europa Universalis 4. Hier mit dem Backstabber persönlich, dem absolut unehrenhaften, gibt's gar nicht. Hansespieler. Das gibt's nicht. Mann, ich bin so schrecklich. So. Yes, sir. Das heißt, weil der Hansespieler so schrecklich ist, direkt Bündnis weg, das Koalition feiert. Aber echt. Aber echt. Direkt. Das erfahren die, aber die Koalition wird vermutlich verlieren. Aber ich will es nicht contesten, das wäre immer unnötiger Verschleiß. Man weiß ja nie, wann Christoph angreift. Ich backstab dich nicht. Tja, keine Sorge, selbst wenn brauche ich nur die Hälfte meiner Armee. Christoph, deine Schiffe sind in Gefahr, da kommt die spanische Flotte. I'm on my way. On my way. Jetzt kommen sie nicht mehr. Ich bleib einfach mal bei dir, okay? Mit deinen 34 Handelsschiffen. Die haben Kanonen. Die haben Kanonen. Und zur Not? Fleisch. Das ist einfach ein Holzschild. Ich wollte Meatshield sagen, aber ist ja kein Meat. Ja, Weed. Weed Alter, leider auch nicht. Alter, Straßburg hat echt kein Glück. Die haben nur Rebellen. Aber ich mache einen Chat-Move, sag ich dir. Was machst du? Was strebst du an? Der spanische Peace, die wird brutal. Uiuiuiuiuiui. Nein, ich hab schon wieder. Ich sag's mal so, ich krieg alle Handelszentren von Iberia, von Seville. Das ist hart. Alle. Wir hatten den Deal. Alle. Achso. Aber Geld. Ja, Geld kannst du dir nehmen, Geld. Aber wir hatten den Deal. Do you remember? I don't remember. Keine Sorge, ich hab's auf Video, du kannst es gerne nachgucken. Wir können gerne kurz Pause machen, ich unterbreche die Aufnahme, dann kannst du nachgucken. Lol. Ja, so ein bisschen. Nein. Iberien. Nur so ein bisschen geht schon. Im Gegensatz zu Christoph solltest du wissen, Jan, dass ich mich an meine Deals halte. Ja. Ne? Excuse me? Ich hätte nur gesagt, dass du es nicht weißt. Weil du in den ganzen Runden nicht mitspielst, die ich da spiele. Mhm. Bin ich nicht wieder beleidigt, Christoph. Du weißt, ich mag dich. Mhm. Deswegen spiele ich an einem Sonntag mit dir. Nehm auf. Ich spiele es wegen dir, nicht du wegen mir. Ich habe nicht. Hä? Ich habe nur gesagt, dass ich es wegen dir an einem Sonntag spiele. Ah. Bei jedem anderen würde ich sagen Sonntag. Ja, das spiele ich ohne dich. Gehen die jetzt hin? Christoph, wieder mal was. Die machen Urlaub. Urlaub. Urlaub? Urlaub. Haben die das richtige Formular dafür ausgefüllt? Nee, A38 ist nicht vorhanden. A38. Gibt's gerade nicht. Verpieseln die sich jetzt bitte. Spanien, I beg you. Die existieren immer noch. Ich rass aus. Okay. Ausraster. Das casually, okay. Deswegen mache ich weniger Geld. Egal. Ja, ich gehe einfach nur. Ich gehe das Game für Stonks, nicht für Armee. Ich baue kein Armeegebäude mehr. Nur noch mal Manufakturen. Stonks ist toll. Man muss den Stonks embracen. Ich werde den Peace sehr genau beobachten. Ja. Ich hole mir nur Gibraltar. Das ist okay. Damit würde ich mich abfinden. Sind die spanischen Schiffe noch im Leben? Nee. Ich sehe nur die ganze Zeit, die verlieren und ich krieg neue Schiffe dazu. Warte, wieso kriegst du die Schiffe?
Naja, okay. Ja, ich bin der Boy, der kapert. Ja, die kongoische Armee, die hat es nicht nötig, die spanischen Schiffe zu nehmen. Scheinbar die 53 Schiffe. Ich bin mit 31 in den Krieg gestartet. Die Schweiz hat es scheinbar nötig, Schiffe von Spanien zu kapern. Ja, meine Schiffe sind kacke. Wie bist du mit sie reichen? Wie bist du mit 31 Schiffen... Du hast nur 41... Hast du Kleinschiffe gebaut zum Kämpfen? Ja, er hat Handelsschiffe. Ich habe nur Handelsschiffe. Das ist mutig. Und eine Lüge, weil du hast 3 Großkampfschiffe. Aber das ist mutig. Hä? Die 3 Großkampfschiffe? Die habe ich erobert. Ja, aber du hast sie jetzt. Ja, jetzt habe ich sie. Aber wie gesagt, davor hatte ich nur 31. Und das waren zu... Du hast den, ich glaube, 4 waren kleine Kriegsschiffe. Du hast den Truppenlimit leicht überschritten. Leicht ist gut. Ey, ich habe 160 von 150 und ich baue gerade 20 weitere. Ja, wenn du das Geld hast, ist doch fein. Ah, Christoph, du hast doch auch das Geld von mir. Ja, deswegen, ich baue die ganze Zeit Söldner dafür, dass ich die einfach überrenne, wenn irgendwas ist, weißt du. Wenn dafür, dass ich die ganze Zeit Geld angeboten habe, wo du Nein gesagt hast, musst du auch ziemlich flüssig sein. Oh ja, ich habe Geld. Das ist nicht das Problem. Nur wenn er mir monatlich gibt, kann ich ja das Geld direkt in Söldner stecken und für ihn kämpfen. Naja. Das ist einfach nur ein bisschen Italien-Boss-Score, das ist gut. So, Schweiz, ich habe die Beziehung mit dir wieder verbessert. Solltest du Interesse an einem Bündnis haben, fühl dich frei. Nicht jetzt, aber wenn du willst. Ja, ich überleg's mir. Das nächste Mal, wenn du Bock hast, den Franzosen so richtig zu stompen, sag Bescheid. Mhm. Rathaus. Frage ist, mache ich 2 Separate Peace Deals? Ich glaube ja. Also doch den 200% Krieg. Ich dachte, du hast das nicht nötig, Jan. Ich nehme 200% mit Portugal und Spanien. Warte, du nimmst 200%? Ja. Dann erklär mir doch bitte mal, wie das funktioniert. Admin Efficiency. Wie du 200% nimmst. Ich habe 85% Admin Efficiency. Ja, aber sobald du über 100% bist, wird der Button ausgegraut. Also schwierig. Ja, aber alles kostet weniger. Ja, aber es geht um den Prozentual. Ja. Dann. Leck mich. Ja, man kann einfach mal sagen, dass man sich versprochen hat. Wir hätten es jederzeit abbrechen können. Du hast das weitergeführt, nicht ich. Leck mich. Hä? Von wem? Das sind ja noch 10 Schiffe von Spanien. Wollen die mich verarschen? Okay, dann ich krieg direkt Verbündete. Das ist gut. Habe ich kein Problem mit. Da verpisst euch. Der Castille hat noch 37 Schiffe und Portugal hat noch 122. Also wenn du kapern willst, viel Spaß. Ja, du, nicht so unbedingt. Portugal ist gleich bereit, meinen Peace-Deal anzunehmen, das ist doch schön. Ey, to be honest, ich suche gerade Argumente, die dagegen sprechen, dass ich einfach den Ärmelkanal erobe. Ja, das denke ich mir auch bei Sevilla. Da spricht der Vertrag und die Vereinbarung, die wir haben gegen das. Ne? Schade. Oh, Spanien chillt ja bei mir. Uiuiuiui. Eigentlich bin ich auch mit Gibraltar nicht wirklich fein, aber naja, was will man machen, ne? Ich kann mich ja vor den Zuschauern nicht so uneinsichtig zeigen. Ah, ich kann mich auch an Frankreich angrenzen, um der Schweiz zu helfen gegen Frankreich. Let's go. Hä? Ich glaube nicht, dass du da helfen würdest, Jan. Wir wissen beide, dass du das einfach nehmen würdest. Nee. Lüg doch nicht. Wie nennt Befehlshaber tot? So, erstmal den Portugal Peace. What's happening? Vor allem, wer ist gestorben? Was weiß ich. Portugal Peace Deal.
Who died? I don't know. 10% mehr Trade Efficiency. Let's go. Ja. 80% War Score. Wo ist Groningen? So. Okay, ich nehme 4 Provinzen auf dem spanischen Mainland. Utrecht! Sieht schön aus. Oh Mann. Das Spiel will, dass ich den Ärmelkanal erober. Okay, ich gebe zu, die Koalition würde ich vermutlich nicht überleben. So. Ja. I did the math and it did not work out. Wobei, warte, da war Frankreich mit drin. Wenn ich einfach so, wer ist denn hier noch in der Koalition drin? Warum sind die Nationalen nicht da drin? Wenn ich dich angreifen würde. Ja, okay, ich würde sie doch überleben. Aber schwierig. Warscore ist irgendwie nicht mehr so unser Problem. Nee. Warscore? Ich kann auch schon fast 100% Frieden machen, also wenn du sagst, was du willst. Ja, keine Ahnung, da kann mir, glaube ich, gar nicht so viel nehmen. Ich bin nett, ich bin nett. Ich kann dir viel geben. Jan, du weißt, was er haben möchte, mindestens. Ja, ich weiß es schon. Gut. Du kriegst auch das nur. Aber es ist auch schon ach, jawohl. Ich sag's mal so, es ist mehr Warscore als ich bekomme. What? Echt jetzt? Ja. Alter. Lol, du hast richtig Lucky. Der Spanier hat da sogar Dings reingemacht. Ein Orden. Ach, schade, weil du den Staat nicht komplett genommen hast, ist der Orden jetzt verschwunden. Oh. Nee, der ist nur bei ihm. Hä? Waren die nicht mal... Uiuiui. Schade. Du hast mir direkt 3 gegeben. Das ist... Ja, 4 genau. Didn't expect that. Hast du nicht Korsika so auch bekommen? Oder hattest du schon? Na, das schon. Ja, das sind die 3 Handelszentren, die du unbedingt erobern solltest, weil sie fucking wichtig sind in Genua. Exactly. Jan did good. Jan, du hast 2 Provinzen. Jan. Nein. Jan hat auch keine. Das fällt dir an Christoph verkauft noch. Jan. Das ist okay. Vereinbarung ist Vereinbarung. Verkauft an mich, verkauft an mich. Ja. Ich hab's nur vergessen zu übertragen. Das ist ein guter Deal. Das ist ein guter Deal. Rechtmäßiger Eigentümer. Wir brauchen eine Grenze, Christoph. Das ist okay. Da fehlt noch einer. Ja, es dauert ein Manfred. Ja. Waffenstücke mit der Schweiz ist ausgelaufen. Let's go. Böhmen klammert sich an den Kaiserthron, als ob's noch was bedeutet. Warte, das heißt, jeden Krieg, den ich gegen das Heilige Römische Reich jetzt führe, ist gegebenenfalls gegen die Schweiz. Christoph, darf ich die Provinzen zurückkaufen? Christoph, du solltest wirklich dringend dein Bündnis mit Böhmen lösen. Ja. Vielen Dank, habe ich nicht gesehen. Wo sind denn alle Transportschiffe im Einsatz? Oh, das sind 16 Einheiten dran. Excuse me, ich will Schiffe an Land schicken. Vielen Dank. Was? Schiffe an Land schicken. Ja, was? Okay, gut. Ja, an Hafen. An Land. An Land. Los, Schiffe, geht an Land. Ja, ist der ein Job. Ist der ein Job?
Ich meine, das wäre mal cool. Die Manager sitzen in der Bar, kommen zwei Schiffe vorbei. Ey, wir sind gestern an Land gegangen. Cool. Zur Reparatur müssen die an Land. In Stock. Schon so Land? Semi. Sie können auf Land halt nichts machen. Also im Prinzip, also... Es ergibt schon Sinn, dass sie da nichts machen können, aber sie sind an Land. Kannst du mit jetzt nicht rumkutschieren und alles abballern, Kanonen? So ein Drive-By mit dem Schiff. Also technisch gesehen hast du recht, aber man sagt das nicht so und das heißt nicht so. Ja, grammatikalisch ist es falsch. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Sind es 16, 16, die kann ich. Kann ich kombinieren. 20 lasse ich so. Tja, Böhm, hätte ich dich auch umleben lassen können. Habe ich gar nicht mit der Schweiz gekämpft, schade. Oh, da war ich doch dran. Nein! Ich kann Polen nicht länger als Rivalen auswählen. Das ist zu schwach geworden. Oh, neue Ideengruppe. Was machst du da? Du bist schon auf 22 getecht? Ja. Willst du nicht deffen? Oder entwickeln? Nö. Nö. Du hast für 800 Machtpunkte Zinsen. Euer Ernst? Schon wieder tot? Jan, wie wär's? Frech. Jan, wie wär's, wenn du mal ein bisschen deines Transfers wissen an Christoph weitergibst? Dann bin ich nicht mehr derjenige, der so tut, als wenn er, ne? Ich weiß nicht. Das ist eine geile Reaktion. Hat mir Ideen oder wird schon wieder mal? Das. Warte, religiöse. Religiöse? Ja, du willst die Moral. Wenn du die religiöse durchhast, dann kriegst du ein 10% Moral-Ding und ein 5% Moral-Ding. Und das 10% Moral-Ding willst du, das machst du rein. Als Edikt, damit wird der Militärstärke. Kannst auch eine Admin-Idee nehmen, aber... Boah. Ich sehe dich auch bei Seefahrt. Nee. Und Christoph, du hast ja überhaupt keinen Handelseinfluss da, obwohl ich dir die zwei guten Provinzen gegeben habe. Der hat sie noch nicht ausgebaut. Und, ne? Oder meinst du Civil? Ja. Der hat sie nicht ausgebaut. Wahrscheinlich nicht mal ein Händler da. Ich nehme Admin-Ideen. Ja. So. Die Koalition lichtet sich. Alter, die AE. Der Möppenmut sieht funny aus. Hey, Christoph? Ja? Nimm mal an. Was denn? Ja, natürlich nehme ich das an. Ich will in deinen Land. Was willst du bei mir? Geh weg. Ich will beim Franzosen rein. Du Monster. Wie war das doch mit, du willst die Sachen vom Franzosen nicht? Ich will die eine Insel vom Franzosen da oben. Ja. Wenn der Insel fängt's an. Und ja, guck doch mal da unten. Wo unten? Die Provinz Angola. Oder Esorogondo. Ganz nah dran, ja. Esorogondo, Angola, fast dasselbe Wort. Ja. Hundertprozentig. Ganz schön frech, diese Insel, die da unten genommen haben. Das ist keine Insel. Ja. Falsch. Ist umgeben. Und falsch. Ist umgeben von Ödland, ist mir egal. Falsch und falsch. 10 Punkte für Gryffindor. Schade, du bist Slytherin.
brauche auch das da. Alter, beruhig dich mal. Nö, gibt keine Beruhigung. Nö, mag ich nicht. Gibt's nicht. Nö, sehe ich also anders. Okay. Lügenpresse, Lügenpresse. Ist okay. Fehlt einfach den ganzen Tag in meinen Provinzen. Ist okay. Ja, in Mexikan. Dann müssen noch ein paar rüberschippern. Ja. Wieso schippern? Kannst du nicht einfach rübergehen? Lol, Portugal. Hä, wofür hast du den Krieg geführt? Ich hab Portugal vergessen, als vollen Kriegspartner hinzuzurufen. Und er sollte das Spiel besser können als ich, nur um das mal festzuhalten. Er ist von der deutschsprachigen EU4-Community als ein besserer Spieler als ich eingestuft. Ist egal. Das sind effektiv allerdings. Das muss einiges über dich aussagen. Nee. Schlechter Mann. Nach den letzten Runden, die ich da hatte, ne. Weil mir fällt auf, die Kriegssubvention ist zu Ende. Welche? Die da. Achso, ich dachte, die geht nur 10 Monate. 10 Jahre. Ah, 10 Jahre, true. Ich muss ein paar Gebäude bauen. Ist mir doch egal. Ich brauche das Geld nicht unbedingt. Gut. Alter, Straßburg. Ist gut. Du hast eine Provinz von Anfang an des Spiels. Wie kannst du Rebellen haben? Wie weit ist eigentlich die Hegemonie? Sie ist fast voll. Junge, in Straßburg leben 5 Leute. Und die kennen sich alle untereinander. Wer revoltiert da bitte schön gegen wen? Der Adel, du weißt doch. Adel und Bürger, schwierig. Die haben da keine Adel, die haben da nur eine Sitzgruppe. Ist das so? Nur eine Sitzgruppe. Ja, könntest du da, by the way, mal hingehen und die platt machen? Ich glaube, die gewinnen sogar. Der kriegt keinen Militärzugang. Warum? Straßburg, du dumme Sau. Warte, wenn ich den Militärzugang gewähre, dürftest du da auch aufgehen können. Gebellen. Das Lebenselixier Lübecks, die Regulierung von Holz und Arbeitskräften im maritimen Sektor war einst das Lebenselixier unserer großen Republik. Im frühen 15. Jahrhundert verloren wir jedoch das Monopol auf den Schiffsbau, die damit verbundenen Waren und unsere Kontrolle über die Meere selbst. Trotz der zahlreichen Rückschläge hat die Hanse kürzlich die Kontrolle über die Märkte wiedererlangt und dadurch auch die verlorene Macht im Handel mit Schiffsbedarf zurückgewonnen. Was dies für unsere Zukunft bedeutet, kann man noch nicht mit Sicherheit sagen. Doch die positive Entwicklung unserer Stadt, die nach und nach zu ihren Wurzeln zurückkehrt, ist ein Zeichen dafür, dass eine Zeit des Wohlstands vor uns liegt. Wir sind erneut die Herren des Holzes. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Cool. Ja. Schön, dass das jetzt gerade kommt, wo ich ins imperialistische Zeitalter übergehe und alles erober. Perfekt. Ist doch toll. Fuck, ich hätte vielleicht ein Monument doch noch von Spanien nehmen sollen, von Granada. Nein. Admin Efficiency. Dann wären wir forever in der Pause gewesen.
Danke, Christoph. Willst du dafür Geld? Nein. Okay, er nimmt die Ehre. Quicktime-Event. Geld oder Ehre? Er nimmt die Ehre. Immer die Ehre. Decision accepted. Niemals was anderes nehmen. Ja, also es gibt schon Situationen, wenn man... Aber meistens ja. Ehrenhaftes Verhalten wird von den Leuten, von den guten Leuten immer vergolten. Und diejenigen, denen man ehrenhaft gegenübertritt und die haben das nicht vergolten, von denen sollte man sich ganz schnell verabschieden. Genauso wie wir uns jetzt von euch verabschieden, denn diese Folge ist schon vorbei. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Europa Universalis 4.